Willkommen zurück zu Gothic. Ich habe mich mit ganz viel Reis geheilt. Das heißt, der Charakter ist eigentlich gerade viel dicker. Ich habe gerade sehr viel gegessen und ich glaube, ich habe vergessen zu speichern vor der Ansage, vor der Folge. Und dieses Mal, wie versprochen, prügele ich mich noch mit den letzten paar Schamanen hier, die den Eingang bewachen. Was ein bisschen interessant werden könnte. Weil die halt Fernkämpfer sind und mich hauen können. Und sowas da machen können. Wobei, wenn ich mich klug stelle, dann, okay, das war nicht klug, das ist nicht klug, das ist gar nicht klug. Nein. Was tue ich hier? Was tue ich hier? Was tue ich hier? Verdammt. Gerade hatte ich Glück. So viel dazu. Glück. Gerade hatte ich Glück, weil ich mich so gestellt hatte, dass der hintere Schamane den vorderen abgeschossen hat. Wie kriege ich mich? Wie kriege ich die auseinandergerissen? Ich muss mich mit denen einzeln anlegen. So viel ist klar. Vielleicht kann ich den einzeln rausziehen, wenn ich ihn kurz anschieße mit dem Pfeil. Nein! Komm schon! Komm schon! Nein! Nein! Ich nutze mal einen kleinen Bug. Lalala. Wenn man die Karte anguckt, dann hat er nämlich gerade auf, irgendwas alles zu tun, was er gerade tut. Aber das ist blöd, das ist cheesy. Ich möchte nicht cheaten. Ich möchte keine Bugs ausnutzen. Außer für die Wissenschaft. Oder wenn ich gerade ziemlichen Unsinn gemacht habe, den ich hätte verhindern können. Aber eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Eigentlich gar nicht. So, die Frage ist, wie kann ich mich mit denen anlegen? Der erste Schritt wäre vielleicht, Schutz vor Feuer, 45, 30, das ist schon mal richtig. Der erste Schritt wäre vielleicht, sowas da anzulegen. Auf ein bisschen Lebensenergie und Mana zu verzichten und dafür 20 mehr Schutz vor Feuer zu haben. Und dann hätte ich hier nochmal, Schutz vor 10, ist auch wieder ein Amulett. Schutz vor Pfeilen 5, okay, das bringt mir nichts. Aber Schutz vor Feuer habe ich zum einen 50, statt wie vorher 40. Vielleicht bringt mir das ja was. Wird mich aber wahrscheinlich immer noch nicht immun machen gegen das Feuer von denen. Habe ich nicht eine Möglichkeit, eine Skelettarmee herbeizurufen? Da war doch was. Ich habe doch bei Xardas gekauft, ne? Also wenn das hier nicht klappt, werde ich das als nächstes versuchen. Na, komm her. Gucci, Gucci. Puh, das war knapp. Und irgendwie unerwartet einfach. Ich glaube, die haben sich gerade alle gegenseitig getroffen, kann das sein? Oder zumindest mich halt nur so halb oder nur abwechselnd sich gegenseitig und mich. Na egal, habe ich mir einen Skelettzauber gespart, um beim nächsten Mal den halt gegen Korkalom oder so einzusetzen. Und endlich ist dieses Tor hier offen und ich kann frei rein und raus gehen. Yeah! Ist das nicht super? Doch, das ist super. Natürlich ist es super. Ich heile mich mal eben noch hoch. Ja, komm. Noch ein 70er hinterher. So, und weil das Spiel notorisch dafür bekannt ist, beim Laden Probleme zu machen, speichere ich kurz, bevor ich reingehe nochmal. hübsche Axt. Sieht aus wie meine. So. Damit wäre das Orkdorf geplättet. Soweit ich weiß, muss ich ohnehin nochmal raus. Das könnte ein bisschen ätzend werden, weil ich dann den ganzen Weg nochmal zurücklegen muss. Vielleicht scheine ich es auch einfach raus. Ihr wisst ja jetzt, wie der Rückweg aussieht. Den Hinweg kennen wir auch schon alle zur Genüge. Naja. Ich glaube, das kann ich guten Gewissens dann nicht reintun ins Video. So, aber wie gesagt, ich habe mich, nachdem ich ja vorletztes Mal nicht weiterkam, etwas schlau gemacht. Und es gibt wohl tatsächlich Schalter, die man abschießen kann, so wie ich das befürchtet hatte mit dem Bogen. Allerdings sind die nicht hinter den Toren, sondern wohl in dem Raum, in dem ich selber drin war.
Das heißt, ich müsste mich da jetzt einfach nochmal genauer umschauen mit einem Bogen in der Hand. Und mal gucken, was ich da alles abschießen kann. Da ich ja jetzt alle Gegner ausgeschaltet habe, dürfte das ja auch nicht allzu viel sein. Moment, nee, da ging es zu dem einen Schamanen. Ging es dahinter eigentlich weiter? Oder bilde ich mir das gerade ein? Ich meine, es gab auch einen Weg unten rum zu der Halle. Mit, wo der Templer war und die Minecrawler. Oder war das einfach hier durch? Ah, das war einfach hier durch. Okay. Das war dann wahrscheinlich, glaube ich, hier. Ja, genau, durch dieses runtergefahrene Tor, das ich mit dem einen Schalterrätsel geöffnet habe. Vor vielen, vielen Folgen. Und jetzt müsste ich hier unten rauskommen. Ja, genau hier. Genau hier. Sehr schön. So, dann mal die Fackel wieder wegstecken. Und zwar der Hinweis dafür. Dafür brauche ich jetzt doch wieder eine Fackel. Der Hinweis dafür ist diese Platte, die ich erklommen habe letztes Mal, aber mir nicht genau angeguckt. Unten Bogenschützen, oben Schalter. Ne? Sieht man ein bisschen, wenn man ganz genau hinguckt, kann man es erkennen. Die Frage ist jetzt nur, wo finde ich solche Schalter? So, hier draußen scheint keiner zu sein. Oder ziehe ich da auf irgendwas? Nö, da ziehe ich auf nix. Da drinnen vielleicht. Kann ich da auf irgendwas zielen? Ah, er zielt tatsächlich. Wow! Ups, das ist schlecht, dass ich drin bin. Ja, das ist tatsächlich schlecht. Ziemlich schlecht sogar. Ziemlich schlecht. Wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich wieder. Lalala. Ich habe auch gerade gespeichert. Sicher ist sicher. Gut zu wissen, dass es solche Schalter gibt. Hey, oh meine Güte. Gut, ich hätte auch da drüben wahrscheinlich das Tor jetzt öffnen können mit dem... Dieses Tor hier hätte ich wahrscheinlich öffnen können. Geht jetzt das hier auf? Ja, das ist doch ein Tor. Ich hatte doch recht. Wow! Was ich meinte ist, ich hätte wahrscheinlich auch das hier öffnen können. Um mich dann hier in Sicherheit zu bringen. Denn hier ist der Boden ja nicht voller Stacheln. Aber gut. Egal. Es hat geklappt. Das ist wahrscheinlich auch nicht der einzige Schalter hier, weit und breit. Eine... Okay, kann ich den drücken? Nein. Dann muss ich den wohl abschießen. Ah. Da hat's Klick gemacht. Oder genauer gesagt, Türgeräusche. So funktioniert das also. Ich muss ja sagen, das ist nicht ganz intuitiv. Was war eine Fackel? Meine Fackel wieder. Nö. Jetzt habe ich nur noch 9 Fackeln. Ist ja doof. Egal. Das ist Meckern auf hohem Niveau. Ich hab's geschafft. Das hier ist offen. Yeah. Voll gut. Und wie gesagt, ich hab's einmal ausprobiert. Ich hab mich als Fleischwanze rein teleportiert, also rein gecheatet, mehr oder weniger. Hab den Schalter hier gedrückt. Und danach konnte ich dem hier aber keinen Schaden zufügen. Diesmal funktioniert's aber. Okay. Lag vielleicht dann doch daran, dass ich die Tür vorher hätte öffnen müssen. Wer weiß. Kann ja sein. Noch ein Dämon. Und eine Tür habe ich gehört im Hintergrund. Ist das das Tor da hinten? Nein, leider nicht. Na gut, ich erwarte hier aber ehrlich gesagt den vierten von den 5 Schamanen. Ich brauche jetzt hier eben mal 120 Lebenspunkte. Das heißt, zweimal Reis trinken und dann
weil es so scheußlich geschmeckt hat, mit zwei Heiltränken nachspülen. Zack, zack. Unterbrechen und weiter geht's. Hey. Ich sagte, weiter geht's. Nalu? Och nö, ein Schalterrätsel. Ernsthaft? Oh? Hä? Den habe ich doch gerade schon. Moment, kommt da jedes Mal ein Dämon, wenn ich so einen Schalter drücke? Da kann ich ja hier voll die Erfahrung farmen. Das ist ja gut. Gibt's hier drin vielleicht irgendwelche Ziele zum Abschießen? Sieht nicht so aus. Schießt der auf den Schalter? Nein, tut er nicht. Ah, da ist was da oben. Da ist auch noch was, symmetrisch auf der anderen Seite der Tür. Moment, was jetzt? Ach so, da, ich sehe es, ja genau. Mhm, okay. Moment, wenn die beiden Dämonen herbeibeschwören, sind das bestimmt Fallen. Das heißt, was ich machen muss, ist wahrscheinlich diese drei Schalter in der richtigen Reihenfolge drücken und ich habe gerade Mitte, links, rechts zum Ausprobieren. War wohl die falsche Kombination. Okay. Dann eben links, Mitte, rechts. Ah, das sieht doch gut aus. Nein, Moment. Es ist nur ein Dämon. Komm her! Niederer Dämon, lass dich erniedrigen von mir! Hm, da komme ich leider immer noch nicht durch. Meine Güte! Was ist denn dann los? Was muss ich denn dann tun? Ich verstehe es nicht. Vielleicht rechts zuerst? So, und dann als nächstes... Mitte. Und dann links. Nein, das war's auch nicht. Gut, dann eben rechts, links, Mitte. Oh Mann! Das war's schon wieder nicht. Wobei ich ja sagen muss, ewig halte ich das hier nicht durch. Die Pfeile sind weniger das Problem, als vielmehr, dass meine Heilung und meine Nerven irgendwann zu Ende sind. Vor allem die Nerven. Gut, erstmal eine Runde heilen. Mal 20 hinterher. Ich frage mich, ob es hier irgendwo einen Hinweis darauf gibt, in welcher Reihenfolge ich die Sachen drücken muss. Das möchte ich auch jetzt gerne mal erforschen. Also, das hier sagt mir nur, dass das prinzipiell geht. Das Tor ist leider immer noch zu. Ist hier sonst irgendwas? Vielleicht da oben. Hey, da oben. Nö. Gut, aber nachdem der Schalter, um das zu öffnen, ja hier drüben war. Ist da vielleicht irgendwas drin? Das sieht leider nicht danach aus. Ach so, hier nochmal sehr dezenter Hinweis darauf, dass man diese Teile mit dem Bogen abschießen kann. Hm, na gut, dann bin ich hier mal wieder überfragt. Aber immerhin, ich habe Fortschritte. Es geht prinzipiell weiter. Ich weiß ungefähr, wie es weitergehen könnte. Ja genau, vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal werde ich hier weiter probieren. Und vielleicht irgendwas rausfinden, wie es weitergeht. Tschüss!